Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Oh, wie sehe ich denn aus? Moment, schnell, komme gleich wieder. Zodeli, jetzt ist besser. He? Also gut, dieses Video geht von der Fähre von Italien nach Tunesien und dann die erste Pistenfahrt auch zu einem wunderschönen weißen Strand. Das gibt's in diesem Video zu sehen. Okay, lassen wir gleich los. Ich bin jetzt 4 Stunden vor der Abfahrt schon am Hafen und beim Check-in und es ist eine Riesenschlange. 4 Stunden vorher schon. Tja, die geht bis da nach hinten. So, nach 3/4 Stunde habe ich endlich meine Tickets. Der hat mir zuerst erzählt, Touristen dürfen nicht einreisen, nur solche mit tunesischem Passport. Dann habe ich ihm gesagt, das kann nicht sein. Ich habe die Regelung extra nochmals gelesen, das ist schon lange vorbei. Und dann hat er sicher 10 Minuten im Computer geforscht, geguckt und ja, und irgendwann gab er mir dann die Tickets. Also, ich habe jetzt auch Kontakt aufgenommen nach Tunesien und der sagt mir, dass da täglich Touristen kommen, also das sei alles, stimmt nicht. So, gut. So, 6 Uhr, in einer Stunde sollte sie fahren. Ein paar sind, glaube ich, schon aufs Schiff. Aber da gibt es ja dann noch eine Kontrolle und so sieht das aus. Die Leute da, die nehmen natürlich alles Mögliche mit. Die Autos sind immer pumpenvoll. Das ist so das normale Bild. So, die haben mich da hingeschickt und das Ding ist 360 angeschrieben und meine ist 380. Da seht ihr die Tafel. Jetzt bin ich umgedreht. So, ich bin auf dem Schiff. Zoll ging einfach, der wollte aber noch reinschauen und die Hunde, die Passport, also für die Hundedokumente musste ich noch zeigen. Und guckt euch das an, das ist mein Fensterplatz. Wie immer habe ich einen Fensterplatz, also mit Aussicht. Ja, das wünsche ich mir immer von Gott und er gibt mir das jedes Mal perfekt. Ich sehe da raus und ja. Jetzt geht es ab 19 Stunden Fahrzeit. So, endlich laufen wir in den Hafen ein. Endlich geht's aus dem Loch da. Jetzt noch der ganze Zoll. So, Tunesien, ich komme. Wunderschön. Endlich bin ich im Land, hey. Das ging ja extrem lange durch. Ich erzähle es dann später. Also der Zoll ging folgendermaßen ab. Oh, ich muss mich zuerst rasieren, ich komme gleich wieder. Wartet schnell. He? So, da bin ich wieder. Also beim Zoll. Ja, da waren 5 Spuren, die man reinfahren konnte und weiter vorne war dann die Zollkontrolle, und ich habe natürlich gleich die lämmste Spur erwischt. Bei mir ging es, glaube ich, doppelt so lang. Ich glaube, ich habe da 1 Stunde gewartet, dann war ich endlich vorne, konnte meinen Pass zeigen. Tja, und dann ging es los. He. Der hat ein paar Dinge aufgeschrieben im Computer. Dann ist er aus den Häusern mit mir und zu einem Hauptbüro. Da hat er die ganze Sache weitergegeben. Tja, der hat dann auch wieder ein paar Dinge gefragt, in den Computer geschrieben und dann verschwand mein Pass in die Schublade. Super. Ich war nicht der Einzige, es waren noch andere Touristen, die genau dasselbe Prozedur hatten. Ja, und so ging die Zeit, ich weiß nicht, 1-2 Stunden ging die Zeit. Ich habe immer wieder nachgefragt und so weiter. Habe mir aber ein bisschen Sympathie erkämpft und dann hat er so am Schluss gesagt, ja, ich habe dann gefragt, was ist das Problem und so, und sagte, ja, ich müsse zurück.
weil ich zum Moslem konvertiert sei. Und dann, ich müsse zurück nach Ciavecchia. Und ja, dann bin ich zuerst ein bisschen erschrocken. Ich, ja, wieso, was ist denn das Problem und so. Und dann hat er ein paar Witze gemacht. Und, ja, irgendwann hat er gesagt, nein, ist alles gut, ich könne einreisen. Ja, und dann ging es wieder 10 Minuten, Geduld ist angesagt. Und dann hat er mein Zeug einem anderen Mann gegeben. Der hat dann noch ein paar Dinge im Computer gemacht und dann endlich den Stempel. Und dann konnte ich weiter zur Importkontrolle und zur Fahrzeugidentität und auch ein Papier fürs Fahrzeug mitnehmen, für den also provisorischen Import. Aber das ging dann relativ schnell. Also die ganze Sache mit Einreise ging sicher 2 Stunden. Also ohne die Wartezeit. In irgendeiner Medina und ich suche eine, ja, zum Wechseln, Geld wechseln. Ist noch verdammt schwierig, die Banken haben glaube ich schon zu. So, willkommen in Tunesien, ich fühle mich hier recht gut. Ich habe da schon bei diesem Mann Geld gewechselt, dafür esse ich was. Er hat mir einen guten Kurs gegeben, also ich komme ganz gut zurecht in diesem Land. Ja, super. So, jetzt fahre ich mit dem letzten Tropfen Diesel zum Strand nach M. Hamid. Ich kenne da einen schönen Platz am Strand, ganz alleine. Ja, auf der Autobahn braucht man Bargeld und das habe ich mir eben noch beschafft, weil sonst kann man da nicht durchfahren. Es ist zwar stinkbillig, ich habe bis jetzt knapp 1 Euro bezahlt mal. Und ja, jetzt fahre ich noch diese 50 Kilometer und dann habe ich endlich Feierabend. Also nicht M. Hamid, das ist ja in Marokko, auch in der Sahara. Nein, in Hammamet heißt das, in Hammamet, Tunesien. So, dann kommt die Angie, wir sind da alles erkunden gegangen. Hat sich alles ein bisschen verändert. Hier links, da hinten ist der Tourismus, alles Hotel. Und hier ist der Strand noch frei, aber die haben da eine Düne gebaut. Ein Meer auch und jetzt muss ich hier drüber. Ich glaube, das ist zu schaffen. Ich bin vorher fast mal stecken geblieben. Mit Sperre und 4x4 und Untersetzung konnte ich mich wieder raushoppen. Ganz da vorne hat es tiefen Sand gehabt. Mein Reifendruck passt noch nicht, aber ich lasse den mal, weil ich muss hier noch Autobahn fahren. So, ich bringe mich mal in Position. Erstmal den Randstein hoch mit beiden Rädern. Speere sollte man noch nicht reintun, solange man noch am festen Boden ist. Und jetzt habe ich fast keinen Anlauf. Ein bisschen zurück. So, jetzt mache ich da die Speere rein. Und jetzt fahre ich da rüber. So, okay. Boah, ich bin leicht in der Mitte hängen geblieben. So, dann steige ich aus, wenn ich schon mal so krumm bin. So sieht das dann aus. Willkommen im Offroad-Land. Oh, jetzt habe ich glaube die Fotoapparat drin gehabt statt Filmen. Jetzt habt ihr was verpasst, glaube ich. Aber ich bin gut runtergekommen und jetzt habe ich da auch eine Spur gefunden, die mich ein bisschen abseits bringt. Es ist einfach blöde im Dunkeln zu fahren. Aber ja, ich stelle mich jetzt dann da irgendwo hin da vorne. Sehr gut da. Jetzt noch mal eine Piste. Die Speere habe ich wieder rausgenommen. Oh, da kommt die Polizei. So, erstes Mal Polizei. Okay, das war keine Polizei. Private, die haben gelächelt und Freude gehabt. Ich habe ihnen mit Zeichensprache gezeigt, dass ich da noch hinten fahre und dann schlafe. So, hier ist der Schlafplatz.
Wunderbar. So, da fahren sie dahin. Die arbeiten doch bei der Polizei, aber ja, wir hatten eine super Unterhaltung, alles easy. Ich bin jetzt direkt am Strand und werde hier übernachten. Ja, viel sieht man nicht, es ist dunkel. Ja, morgen dann, Vollmond. Ja, Polizei war wieder hier, eine Stunde stehe ich hier. Das ist üblich in Tunesien, die kommen immer und sagen, es sei gefährlich und bla bla bla. Ich sage immer, nein, nein, ist nicht gefährlich. Ich habe zwei Hunde und ja. Ja, ja, das gehört dazu, auch in Marokko. Ja, ich habe dann gesagt, dass ich zwei Hunde habe und ja, ich mich selber beschützen kann. Und das sei hier nicht gefährlich, alles gut. Ja, das, die machen sich immer Sorgen, aber ja, ich habe da keine Angst. So, jetzt gehe ich dann schlafen. So, mein erster Morgen in Tunesien. Angie hat draußen geschlafen, hat auf uns aufgepasst. Und da kommen schon die ersten Straßenhunde, jetzt gehen sie wieder. Sind alle kleine wie unsere. Ja, wenn sie draußen schläft, bellt sie dafür ab und zu, weil halt irgendwas kommt. Sonne, herrlich. Da ist mein Platz momentan, aber ich gehe dann natürlich. Ich muss da hinten Geld wechseln, da ist touristisch. Es wird früh hier dunkel und auch früh wieder hell, es ist erst 7 Uhr. So, hier ist schöne 17 Grad schon am Morgen, perfekt. Also ich kann schon jetzt die kurzen Hosen anziehen. Und ihr hört das Geräusch, ich lasse gerade den Reifendruck runter. Mit meinem System, ja, ich fahre jetzt 7 Kilometer Piste, also später. Und da hat sicher auch Sandstellen und muss aufpassen, da gibt es auch eine Stelle, wo richtig Schlamm ist. Ja, jetzt gehe ich da mal runter, sagen wir so auf 3, 3,5 Bar. Das reicht vorerst. Da bin ich gestern reingefahren, noch fast nicht mehr rausgekommen mit Sperre und 4x4 ging das dann mit Hoppeln. So, hier ist der Hotel Beach. Alles schön sauber, schön gestrichen. So muss das sein, hä? Der Tourismus, aber wo bleibt er? So, ich suche jetzt mir eine Bank. Sicherheit ist hier an oberster Stelle. Jedes Auto wird da mit Spiegel und Kontrolle kontrolliert. So, jetzt fangen so langsam die Geschäfte an. Jetzt irgendwo hat es da eine Bank zum Wechseln, hoffe ich. Ja, scheiße, die wechseln nur Geld mit dem Passport, den ich natürlich nicht dabei habe. Ich habe nur die ID dabei. Egal, und meine Hunde haben mich auch verloren. Die sind jetzt irgendwo am Rumlaufen. Vermutlich haben sie mich gesucht, nicht aufgepasst. Und dann sind sie jetzt vermutlich zurückgelaufen, an der Straße entlang. Ich laufe jetzt am Strand entlang, dann treffe ich sie wieder am Camper. Ja, es sind gute 3 Kilometer zurück, aber an der Straße geht es länger. Ich laufe jetzt am Strand. Und die finden meinen Camper immer, da mache ich mir keine Sorgen. Das ist halt Erziehungssache. Und in diesem Land fällt es auch nicht auf, weil da überall Straßenhunde sind. Wobei, die ziehen sich zurück. Und ja, das wird schon gut gehen. Da ist die Hühnerfarm. Ich glaube, die haben ein besseres Leben wie zum Teil in Europa. So funktioniert hier die Müllabfuhr. Der Sand ist schön weiß, griffig. Hier natürlich sauber. Aber da, wo ich nachher hingehe, dort leider nicht, weil der ganze Plastik vom Meer schwemmt halt dahin. So, wir sind auf Spurensuche. Sie sind natürlich den genau gleichen Weg zurückgelaufen. Das sind meine Hunde. 1, 2. Das rechts ist die Ayla und das links ist die Angie. Die hat nämlich die größeren Füße. Also, alles gut. So, da ist mein Camper. Jetzt rufe ich sie mal.
Angie! Ayla! Da sind sie. Seht ihr sie? Die Angie kommt, die Ayla ist zu faul. Aber die ist auch da. So, also das waren 2 Kilometer, die sie selber nach Hause gelaufen sind. Ich sage einfach, gebe euch mal einen Tipp. Erzieht eure Hunde nicht mit eurer eigenen Angst. Angst hat jeder, ich auch. Aber die Hunde sind nicht dumm. Man darf denen vertrauen. Und die gehen auch nicht zum Menschen oder lassen sich von denen einfangen. Hier sowieso nicht, da werden sie verscheucht. Also, ich habe vollstes Vertrauen zu meinen 2 Hunden, dass die immer wieder zurückfinden. Egal wo ich bin, die wissen genau, wo mein Camper ist. Und bis jetzt kamen die immer wieder. Natürlich können wir das in unserer Kultur nicht machen, aber nicht wegen den Hunden, sondern halt wegen unserer Überregulierung, sage ich mal. Wobei es natürlich auch viel mehr Hunde hat. Bei uns, da muss man bestimmte Regeln haben. Ja, jetzt bin ich wieder beim Camper. So, da sind sie, meine heißgeliebten Wölfe. Wie gesagt, Ayla schön im Schatten, weil es ist hier richtig warm. So langsam 20 Grad und es ist erst morgen um 9. So, jetzt fahren wir dann Piste. So, den Unterfahrschutz habe ich schon mal hoch gemacht, weil gestern habe ich ein bisschen da Sand, die Düne, ein bisschen Fläche gemacht, bin leicht hinten hängen geblieben. Jetzt ist er schön oben, jetzt ist er nicht mehr im Weg. Hier seht ihr den Böschungswinkel, das passt eigentlich perfekt. So, auf dieser Piste fahre ich jetzt entlang und ich muss per Satellit fahren, weil die Piste nirgends auf der Karte eingetragen ist, aber auf Satellit sehe ich es. Und das sind jetzt 7 Kilometer. Ich bin bereits ein bisschen durch Tiefsand. Geht eindeutig besser mit 3,5 bar. Richtig Sand müsste ich dann auf 2 bar runter, aber das reicht jetzt für die Piste. Also der vor mir sammelt Plastik und Alubüchsen ein. Die kriegen wohl Geld dafür, das finde ich super. Weiter vorne kommt dann auch so eine braune Stelle, wo man extrem aufpassen muss, weil da ist Schlamm, wenn es nicht eingetrocknet ist. Ihr seht, ich fahre hier per Satellit. Ja, vor 3 Jahren bin ich ja das mit dem Rad mal abgefahren. Und ich bin ja da, an die Stelle, die ich jetzt fahre, habe ich anders gefunden, von der Hauptstraße her, aber war ziemlich kompliziert. Ich habe dann eine junge Dame in einem Haus kennengelernt, die uns verköstigt hat, das seht ihr, glaube ich, auf dem Video, von früher Tunesien, oder Tunesien mit dem Wohnmobil, irgend sowas, ja, ihr findet es. So, das ist die Stelle, die Schlammstelle. Wenn es hier nass ist, dann gute Nacht. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Die Alternative wäre am Meer, aber da ist Tiefsand. Also ich habe Glück, kein Schlamm. Das Ziel ist, zu einem Fluss zu fahren. Weiter vorne kommt dann mal ein Fluss und da ist eine wunderschöne Stelle. Und da ist wirklich kein Mensch zu treffen. Jetzt wird es wieder ein bisschen sandiger, aber nicht schlimm. So, jetzt geht es ein bisschen in die Steppe hinein. Ach, wunderschön. Schade, bin ich alleine, kam niemand mit. Dann hättet ihr einen guten Tourguide gehabt. Ein bisschen Tunesien entdecken, wunderschönes Land. Ja, das ist Afrika, alles schön vorgespult. Aber eben, wenn es hier nass ist, dann ist scheiße, dann ist richtig matschig, lehmig. Da will ich nicht stecken bleiben, ehrlich gesagt. Ja, ganz rechts ist übrigens die Hauptstraße und links natürlich das Meer. Und ich fahre so fast, ja, fast am Meer entlang, aber nicht ganz.
bin am Ziel. Ich bin am Ziel. Da drüben ist der Fluss. So, jetzt laufen wir mal zum Strand. Da steht mein Camper. Ja, ich muss sagen, schöner weißer Strand, nur für mich alleine. Und viel weniger Plastik wie vor 3 Jahren. Also viel weniger, da hat es massenweise Plastik gehabt. Jetzt eigentlich nur noch vereinzelt. Und hier ist die schöne Lagune, der Fluss, der da ins Meer fließt. Ja, da gibt es auch Videos, wie die Hunde da rumrennen. So, jetzt geht's wieder los. Ja, der Fluss stinkt ein bisschen. Vermutlich ist da einiges ungeklärt. Da drüben ist ein toter Vogel. Ach, die ist in ihrem Element. Das macht Spaß. Ja, der Fluss hat auch weniger Wassertiefstand. Deswegen riecht es auch mehr. Da merkt man den Altersunterschied. Mama und Tochter. So, da ich jetzt hier alleine bin, gehe ich jetzt, weil ich auch heiß habe, ins Wasser nackt baden. So, das war es wieder von mir. Schon wieder vorbei. Dafür fast alle 2 Tage kommt jetzt eins. Nächstes Video ist dann von dieser Stelle, von der letzten Stelle, Richtung Dus. Ja, was da alles gelaufen ist. Meine Wölfe kommen auch wieder. Die haben es hier schön. Die sind eigentlich immer frei. Schlafen nach draußen, frei hier. Oh ja, hier gibt es Wildschweine, hat man mir gesagt. Ich sehe zwar keine Spuren. Vielleicht kommen sie am Abend, wie in Italien, da kamen sie fast jeden Abend. Da war jedes Mal Theater mit den Hunden. Also, schön wart ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, wie immer Daumen hoch, tschüss.